Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Songbird Symphony. In der letzten Folge waren wir bei den Pinguinen und deren ganzes Gebiet war einfach scheiße und bei den Möwen. Und jetzt sind wir bei der Eule, sollen der angeblich die letzte Note bringen, obwohl sie eigentlich noch zwei Noten brauchen. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt Finale ist, aber vielleicht das Finale. Und wir gehen einfach mal. Hallo Eule, die vielleicht böse ist. Ich glaube immer noch, du bist böse. Ah, da bist du ja endlich. Ja, ich bin zurück. Ich bin Burp, ich bin zurück. Ich habe gerade gegessen. Und zwar irgendwas, was gestunken hat. Und ich habe bestimmt gleich eine Lebensmittelvergiftung. Also mach schnell, ja? Guck mal, wie einfach sein Schnabel aussieht, wie diese Noten da von diesem Artefakt. Naja, die Pinguine und Blaufußtölpe veranstalten einen Wettbewerb. Sie mochten sich nicht wirklich, aber jetzt ist alles gut. Oh, ja, ja, gut gemacht, Burp. Jetzt die Note, die Note! Oh Mann, wie der schon wieder drauf ist. Chill doch mal deine Base. Okay, hier, das war, glaube ich, die rechte Note, ja. Bitteschön, bitte mach nichts Böses. Oh, aber da fehlt doch noch eine. Hatten wir nicht die B-Note von ihm bekommen? Oh, ja, ja, so nah, ich kann's fast schmecken. Bald kann ich die Welt endlich von den Singvögeln befreien, ein für alle Mal. Und dann werde ich der Einzige sein, der die Macht der Musik meistern kann. Und unter mir wird im Wald wieder Zucht und Ordnung herrschen. Nein, du kannst doch nicht die Singvögel töten, wenn ich selber ein Singvogel bin. Ist das da gerade alles verwelkt? Herr Eule? Was machen diese Dinger da? Nun, Burp, sie sind nur... Warte... Was geschieht da? Das sollte nicht passieren. Oh, ich sollte der einzige Kandidat sein. Geh die zu mir, oder was? Burp. Wie böse er auch guckt. Sag, wie geht es dir? Schwindel? Übelkeit? Mir geht's gut, denke ich. Allerdings ist mir so nach Singen. Aber das kann nur bedeuten... Natürlich. Warum habe ich das nicht zuvor nicht erkannt? Ich war geblendet von meiner Aufregung. Eule? Was ist los? Du machst mir Angst. Burp, ich habe die Antwort gefunden. Jetzt weiß ich, von welcher Art du bist. Tust du? Aber warum sprichst du so? Die Einzigen, die Macht der Musik gemeistert haben, sind auch die, die mühelos wie alle anderen Vögel des Waldes singen können. Der elende, widerwärtige, arrogante Abschaum des Waldes. Die Singvögel. Oh nein, Plot Twist, hätte ja keiner erwartet. Die Art, die verantwortlich dafür ist, dass auch Waldvögel faule Tulichgude werden. Die ihre Macht nutzen, um zu helfen, in Wirklichkeit aber nur alle verhätscheln. Und die jeden Tag für sie trällern. Was für eine Verschwendung dieser Macht jenseits aller Vernunft. Ich sollte es sein, der diese Macht ausübt. Ich bin der, den die Weisheit auszeichnet. Und so werde ich nun beenden, was ich angefangen habe. Ich werde dich vom Antlitz der Erde tilgen, so wie ich es mit deiner ganzen Art getan habe. Du wirst dir nicht den herauskommen. Wieso guckt der so gut? Ja, alles klar. Okay, Boss-Battle. Dann kann es sein, dass diese Folge einfach richtig kurz wird. Ich hoffe nicht. Hallo, bitte tu mir nicht weh. Okay. Oh, das Anfangslied. Da, mein Papa, danke. Singvogel-Legende, hast mir geholfen. Okay, ich bin vielleicht doch noch nicht bereit. Aber da war gerade wieder dieser Mafia-Boss-Singvogel. Ich bin immer noch mir hundertprozentig sicher, dass das einfach mein Vater ist oder so. Und er hat sogar Egbert gerettet. Das ist nett von ihm. Egbert? Egbert! Egbert, liebst du noch? Oh nein, nein, Egbert! Wo sind seine Füße hin? Und wer bist du? Keine Sorge, er lebt noch. Wo sind wir? Was ist geschehen? Oh, lol. Ihr seid im großen Unterholz. Dem nächste Laubenvögel. Ihr solltet euch ausruhen, ihr seid ziemlich mitgenommen. Zumindest hat mir das der maskierte Vogel gesagt. Der maskierte Vogel? Genau. Der maskierte Vogel hat euch hierher gebracht und mich gebeten, dass ich mich um euch kümmere. Wenn ihr Fragen habt, was macht ein Küken wie du mit einem Ei? Meinst du Egbert? Wir kennen uns aus dem Gallus-Palast. Die anderen Hühner haben auf ihn rumgehackt. Er hat mir angeboten, meine Eltern suchen zu helfen. Seither waren wir beim Erkunden des Waldes ständig zusammen. Aber jetzt ist er tot. Kommt er wieder in Ordnung? Er ist noch am Leben, aber sehr schwach. Ich weiß nicht wann oder ob er wieder aufwacht. Nein! Egbert, gibt es irgendwas, was ich tun kann? Ich tue alles. Oh, junger Böhm, mach dir keine Sorgen. Ich werde mein Bestes tun, um ihn aufzuwecken. Aber ich werde deine Hilfe brauchen. Triff mich draußen, wenn ich wo bin, dann erzähle ich dir alles.
Niki, Eckbert, Eckbert, nein, bitte lebe doch. Eckbert, wir sind tolle beste Freunde. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen, nicht so knapp, bevor wir das beendet haben. Und so, Singvogel-Action, ich rette dich. Okay, Eckbert, ich werde dich retten. Ich komme bald wieder. Du eine Hexe, wie dich ein Zauberer? Nun denn. Es gibt eine ganze Reihe die wir brauchen. Zum Glück sammeln wir Laubvögel gerne Dinge in unserem Glauben. Da habe ich schon alles, was wir brauchen, außer blauen Blumen. Kannst du mir ein paar besorgen? Ich bleibe hier und habe ein Auge auf ihn, während ich die anderen Vorbereitungen treffe. Okay, blau. Blaue Sachen. Er will blaue Blumen. Bring ich dir doch easy. Ich hoffe, hier kommen wir nicht vorbei. Ich hoffe, dein Gebiet ist nicht so assig wie das der Pinguine. Dieses Haus an sich erinnert mich gerade an Made in Abyss. Da gab es auch sowas ähnliches. Das erinnert sehr alles an Made in Abyss hier. Aber ich will nicht spoilern, deswegen erzähle ich da mal nicht mehr. Da sind Vögel, hallo, großer Unterholz. Wie geht's euch? Wie geht's dir vor allem? Psst. Hey, Kleiner, willst du ein A kaufen? Ein A? Psst, nicht so laut, nicht so laut. Ja, ein A. Sieh mal da, diese Frau ist nicht wunderhübsch. Wow, ja. Okay. Y rechts hoch. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen in das Spiel, merke ich gerade. Ist nämlich wieder ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. So, wir brauchen ja irgendwo jetzt blaue Dinger hierher. Da, 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 da. Boah, okay, das war schnell. So, oh, hallo, la, 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 la. Ist das nicht auch so ein Elster? La, la, la. Wie war das? Hallo, weißt du, wo ich blaue Blumen finde? La, la, la. Na gut, die bringen uns hier alle wieder nichts. Wir sind hier irgendwie in einem Vogelnest-Gedöns. Und die wollen hier alle einfach nur... Ach shit, wir haben gar nicht Eckbert. Wie soll ich denn hier weiterkommen ohne Eckbert? Das geht doch alles gar nicht. Die wollen sich hier alle nur betören. Okay, noch mehr Rätsel-Action. Oh ja, da habe ich ja Bock drauf. So, ich glaube, das war schon mal falsch. Obwohl, vielleicht kriege ich die auch so noch runter. Sieht gut aus. Müssen wir hier nämlich einen Mini-Jump machen und dann können wir die da runterschieben. Und dann kann die da rauf. Ich weiß nicht genau. Nein, jetzt komme ich nicht mehr runter. Okay, das war falsch. Also brauchen einer dieser Kisten auf jeden Fall hier drauf, weil wir haben Eckbett ja nicht mehr. Mann, ist das noch eine Kiste zu viel oder nicht? Ich kann doch die Kiste einfach da runterschieben. Hä, wofür brauche ich denn die obere Kiste da? Keine Ahnung. Egal. Na, 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 na. So, der fährt runter. Da ist eine blaue Blume. Oh, ach so sehen die aus. Das hier. Meins. Wie viele braucht er? Was meint ihr? Hoffentlich nicht 8. Oh, 6 dieser blauen Blumen. Muss ich jetzt 6 dieser blöden Rätsel nochmal machen? Die Rätsel finde ich in diesem Spiel nämlich irgendwie richtig doof. Okay, noch ein Rätsel. Hier brauchen wir auch wieder eine Kiste, wie das aussieht. Da unten ist noch ein Schalter. Da ist die Blume. Okay. Wir haben hier eine Kiste. Die kann man nur runterschieben. Oder meint ihr, das geht nach rechts? La, la, la. Okay, der geht nach rechts. Jetzt... Wie wäre es denn, wenn ich den schon ein bisschen darüber schiebe? Na gut, dann nochmal rüberschieben und jetzt gehen wir halt nochmal rum. Alles klar, gutes Rätsel mit dem Rumlaufen und so. Rumlaufen macht immer richtig viel Laune. Dann schieben wir das einfach runter. Ich hoffe, der landet jetzt... Ist das denn dein Ernst? Diese Rätsel sind echt so ausgelegt, dass man sogar keinen Bock hat, die zu lösen, ne? Na, na, na. So, nochmal rumlaufen. Und noch eine Runde, 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 Runde. Wer will nochmal, wer hat noch nicht... Die nächste Runde, 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 Runde. Und noch einmal. Oh ja, Fado-Fan. Nee, nee, nee. So, jetzt können wir den darüber schieben. Wir stellen uns auf die andere Seite. Da, 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 da. So, der geht runter und jetzt kommen wir da bestimmt irgendwie ran. Ja. So, guck, haben wir auch die zweite Blümchen. Da, 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 da. Das wird hier aber auch alles irgendwie relativ schnell mit diesen Dingern da. So, sind wir hier unten und das bringt uns einfach gar... Geil, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Oh, das mag ich ja richtig. Da sehe ich doch noch eine Blume. Komme ich da nicht einfach so ran? Mach einfach einen Mario-Wandsprung, dann bist du da dran. Okay, komisches Jungle-Gebiet. Soll das einfach ein Labyrinth sein? Oh, Tatsache. Oh mein Gott, ich bin in ein Labyrinth gefangen. Oh nö, das ist ja auch immer richtig witzig, Labyrinth. Labyrinth. Aber an sich... Ah, okay, das ist ein gutes Labyrinth. Vor allem, wenn man nicht halt so weit rausgucken kann. Okay, doch, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Alter, ich komme da halt auch gar nicht hoch. Aber das sieht schon mal ganz richtig aus hier, oder? Ich gehe mal ganz außen lang. Und hier ist das, glaube ich, schon. Ja. Okay, war doch ein bisschen zu einfach.
Ich hoffe, in dem Labyrinth ist nicht noch irgendwas drin. Das wäre ein bisschen assig. Deswegen, ich gehe einfach mal weg. Okay, einfach Spam. Spam, 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 Spam. So, jetzt, wie, das musste man bestimmt sogar machen in der richtigen Reihenfolge hier. Okay. Spam, 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 Spam. Hä, geht hoch? Wozu? Okay, dann war das vielleicht doch nicht richtig. Rechts, rechts, rechts. Hä? Ach, die gehen mit der Zeit wieder dahin, wo sie waren, oder was? Das heißt, wir müssen hier reingehen, dann das alles Spam hier. Nee, was mache ich denn hier? Doch, jetzt. Und jetzt ganz schnell wieder runter. Geh runter. Und zwar bevor der runter... Oh mein Gott, das ist ja super nervig. Warte, warte, wir warten, bis der hier wieder nach oben geht. Das ist eine Idee. So, jetzt schicken wir den nämlich nach oben. Und jetzt haben wir, glaube ich, ganz viel Zeit, wenn wir den nach unten schicken. Ja, dass wir hier durchkommen. So, jetzt müssen wir einfach wieder warten, dass der nochmal hochgeht. Okay, das war zumindest ein okayes Rätsel. Nummer 4. Und es geht hier auch ein bisschen schneller als bei den blöden Möwen. Da waren die Rätsel ja nun wirklich richtig bescheuert. Okay, ich glaube, das war's mit der rechten Seite hier. Oder meint ihr, ich krieg die letzten beiden Noten von den Leuten hier, die irgendwas von den Damen wollen? Müssen wir hier Vermittler spielen oder was? Meine Dame, weißt du, wo ich blaue Blumen finde? Ich brauche welche für den Laubenvogel. Blaue Blumen? Wundert mich, dass der Laubenvogel keine hat, so ein Hamsterer wie er ist. Ich glaube, naja, entschuldige mich jetzt bitte, ich muss weiter für diese Dame da drüben gut aussehen. Ja genau, ich sehe dich da drüben, du Süße. Die wollen alle nur gut aussehen, die sind alle voll oberflächlich hier. Ich finde die letzten Noten nicht. Zwei fehlen noch, das gibt's doch nicht. Oh, kann man da hoch? Nein. Kannst du mir noch irgendwas sagen? Ja, hi. Ja, du willst ein Geheimnis wissen. Geheimnis, nicht ein Geheimnis. Das Geheimnis. Das Geheimnis der Verführung. Kann ich mir nur noch vorstellen, dass hier... Ach, hier oben links war ich noch nicht. So, der geht nach oben und dann müssen wir bestimmt hier... Nee, wir müssen da nicht mit nach oben. Waren wir hier rechts schon mal? Ja. Kann man den irgendwie auslösen, ohne mitzufahren? Oh, wenn man ganz schnell ist, Leute, dann kann man nach unten fallen. So, jetzt gehen wir ganz schnell hier rum. Und dann kommen wir hier nämlich runter. So, hier gibt's auch gar nichts. Mann, was ist denn das für ein Gebiet? Okay, probieren wir hier dasselbe nochmal. Einfach hier runter. Sieht das neu aus? Hallo, gibt's hier neue... Ich glaube, hier gibt's neue Sachen. Hab ich ein Geheimnis entdeckt? Nana. Okay, so. Jetzt gehen wir hier rechts rein. Das sieht neu aus. Meine Güte, das hat... Nein, hier kommt man auch nicht vorbei. Was ist denn das alles für ein Scheiß hier? Okay, aber jetzt kommen wir hier links rein. Hier ist auch ein Speicherpunkt, siehst du? Da ist noch so ein Dude. Meine Dame, ja, alles eure Dame. Ist okay. La, 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 la. So, ich gehe hier unten lang. Das war anscheinend falsch. Kommt bitte wieder runter. Ganz komisches Gebiet hier. Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein Rätsel. Bla, bla, bla. Ne, hier oben wollte ich doch gar nicht hin. Na gut, dann gehe ich halt hier oben hin. Die Noten hier zu spielen, hä? Ist aber auch sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Die sind so frame perfect. Okay, ich schieb die einfach mal dahin und geh wieder runter. Nee, runter. Egal. Okay, hoch ist auch okay. Und jetzt schieben wir den hier nämlich nach oben. Dann können wir den da weiter rüberschieben und dann haben wir dieses Rätsel auch gelöst. Nachdem wir B, rechts, B gedrückt haben. Ja, danke, noch eine. Okay. Nummer 5, da ist eine Trommel dazugekommen. Und der letzte ist dann wo? Ach, da oben ist sie doch. La, 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 la. So, jetzt müssen wir aber nur ganz schnell da hoch. Ja. Geschafft, danke. Die war wenigstens schön einfach, die letzte. Noch ein Xylophon dazugekommen. Nett. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Ach, dafür ist dieser Aufzug. Der geht nämlich nach ganz oben. La, 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 la. Ja, bitte einmal nach oben zum komischen Dude, der hier ist. Guck mal, er ist sogar schon reingegangen. Eben war er noch drauf. Eckbert! Nun denn, endlich! Jetzt brauche ich aber wirklich deine Hilfe. Wir müssen ihn mit einem Lied aufwecken. Es heißt, du wärst ein ziemlich guter Sänger. Ich werde mein Bestes versuchen. Oh ja, endlich mal ein Lied nach 30 Minuten Aufnahme. In dieser Kackwelt hier schon wieder. Oh, das ist so ein Wüstenteam.
Hokus Pokus, sage ich, links und rechts wiege ich mich, dank der Blume von dir ist es magisch hier. Okay, er nimmt halt gar nichts an. Ich glaube, ich hab... Hey, jetzt ohne Witz. Irgendeinen ganz komischen Delay drin, dass das alles nicht... Hört sich komisch an. Ich glaube, ich habe irgendeinen Delay drin. Naja, wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Okay, nein, es lag nur an mir. Denn mein Gehirn ist nicht das Schlauste. Aber jetzt mal, Kokolores, wir müssen jetzt den Trickbett retten. Und jetzt machen wir dieses Lied für ihn. Eckbert, nun wach doch auf. Ich brauch dich hier. Sonst kann ich diesen Wald nicht überleben. Zeit aufzustehen und loszugehen. Diese lange Zeit konntest du ruhen. War nicht genug, mein zweiter Versuch. Diesmal gibt es kein Vertun. Okay, Eckbert, go. Zeit aufzustehen. Jetzt sei doch nicht so mangelig auf. Es ist Aufstehzeit. Nein, keine 5 Minuten. Du stehst jetzt auf, yeah. Du musst aufstehen. Denn wie soll ich sonst hier überleben? Die sind alle sehr oberflächlich drauf. Wir müssen die Eule vernichten, sie will uns jetzt vernichten. Das rhythmische Suchen zurück ohne Mohren, hörst du auf unsere Bitte nun. Bist du jetzt dabei? Guter Ding, es sind 3, ich schwöre es beim Huhn. Was denn für ein Huhn? Dein Lied ist ganz cool, oder? Nicht? Was denkst du? Eckbert, sag doch mal was. Wie findest du dieses Lied? Das ich extra für dich sing? Ist das nicht super nett? Nur für dich sing ich es. Also, wach endlich auf. Jetzt wach doch mal auf. Eckbert, jetzt wach doch auf. Dieses Lied geht zu lang. Aber es ist ganz schön nett. Zumindest kein Breakdance. Die Pinguine sind nämlich blöd. Das war total fail. Ich weiß nicht, was ich... In diesem Finale aus dieser Schale erheb dich, mein kleiner Freund. Ja, jetzt mach endlich auf. Das Lied ist komisch. Ich weiß doch nicht, wie ich zu so einem arabischen Gedöns hier singen soll. Eckbert, was verlangst du denn von mir? Ich habe doch nur 13 Fehler gemacht. Na gut, dann nicht. Knack. Boah, bist du Harry Potter? Guck mal, der hat diese Harry Potter-Narbe in seinem Ei. Hast du das gehört? Eckbert schlüpft. Was gehört? Hui, hallo, ich bin ein Engel. Eckbert? Du bist ja einfach ein blauer Vogel. Oh, wie knuffig er ist. Eckbert, du bist ein Laubenvogel. Wah. Wah. Wieso warst du denn dann bei den Möwen da, die Hühner, du warst bei den Hühnern. Autsch. Mein Kopf. Wo sind wir? Du kannst ja sprechen. Ja, ich bin raus, ich bin raus. Endlich bin ich aus meiner Schale raus. Und du bist ein Laubenvogel. Oh, mein Küken. Bist du es wirklich? Als mein einziges Ei in dieser schicksalhaften Nacht aus dem Nest fiel, dachte ich schon, ich würde dich nie wiedersehen. Was für ein Zufall, dass du genau hier wieder gelandet bist. Ah, ich erinnere mich, wie ich aus dem Nest gefallen bin. Und als nächstes war ich von Hühnern umringt. Oh, Eckbert. Ich werde dich nie mehr aus den Augen lassen. Willkommen zurück. Ich bin zurück. Ich bin ein Laubenvogel. Ich bin wieder da. Oh, ja, Knuddeluddel. Oh, ich freue mich so für dich. Hier,
Bald haben wir auch Reunion hier als Singvogel. Jetzt hast du deine Familie wieder. Och, Eckbert. Aber jetzt heißt du wahrscheinlich nicht mehr Eckbert, Eckbert? Na gut, ich sollte ihnen wohl ein bisschen Zeit für sich geben. Und wir sind wieder allein. Allein, 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 allein. Wir sind allein. Tja, so ist das. Burp! Wohin gehst du? Aber du hast doch jetzt den Vater... Oh, guck mal, wie cool er rumlaufen kann. Ich weiß nicht. Ich will mich dir und deiner Familie nicht aufdrängen. Das Gefühl kenne ich. Wenn Freunde zum Beispiel eine Freundin haben und dann mit der zusammenzieht und so, das ist genau dasselbe Gefühl. Wenn der beste Freund dann plötzlich eine Familie hat. Burp, ich schulde dir so viel. Nein, schuldest du mir nicht, Eckbert. Ohne dich wäre ich niemals hier hingekommen. Und, ja, okay. Willst du wirklich noch nicht eine Weile hier bleiben? Nein, Eckbert. Ich muss zu meiner Familie, zu dem Mafia-Boss und ihm meine Liebe gestehen, damit ich auch happy bin. Bin dir schon zu lange geblieben. Schön, dass du dein Zuhause gefunden hast. Aber ich muss noch meines finden. Oh, okay. Jetzt, wo ich meins gefunden habe, ist das vielleicht fehl am Platz. Aber ich glaube, das Zuhause ist nicht nur ein bestimmter Ort. Zuhause ist, wo deine Lieben sind. Ohada heißt Familie. Und Familie heißt, dass alle zusammenhalten. Hast du schön gesagt, Eckbert. Erinnerst du dich an unser erstes Zusammentreffen? Ja, das war tatsächlich ein Zusammentreffen. Du bist einfach... hast mich einfach am Kopf getroffen. Als du mich von den Fieslingen im Galluspalast gerettet hast. Und dann sind wir auf ins große Abenteuer. Erst zu den Kristallgängen, dann zum Gefrierpunkt und dem Glitzerstrand. Ich habe mich nie verloren gefühlt, sondern immer zu Hause wegen dir. Und dafür danke ich dir. Ach, kein Problem, Eckbert. Wir sind doch best friends. Ich hoffe, du findest dein Zuhause. Und wenn du doch hierher zurückkehren willst, dann immer gerne. Ah, danke, Eckbert. Bin dir wirklich für all deine Hilfe dankbar. Aber geh jetzt zurück, bevor sich dein Vater Sorgen macht. Ich komme schon klar. Wir werden uns wiedersehen, da bin ich mir sicher. Nun, auf Wiedersehen, Burp. Tschüss, Eckbert. War eine schöne Zeit mit dir. Und noch ein Freund weniger. Ach Mann, das wird hier alles herzergreifend. So, damit haben wir dann auch Eckberts in seine Familie gebracht. Und ganz langsam gehen wir jetzt nach oben, wenn ich das hier im richtigen Timing hinbekomme. Ja, Spam hat schon immer geholfen. Was nun? Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Naja, die Eule halt besiegen, ne? Ich kann nicht zur Eule zurück. Warum denn nicht? Ja, dann geh zum Singvogel. Es gibt niemanden mehr, den ich fragen kann. Jetzt bin ich wirklich vollkommen allein. Quatsch. Du hast doch die Elstern, Burp. Denk doch mal ein bisschen zumindest mit. Guck mal, hier sind so viele dieser blauen Blümchen. Wieso bin ich hier nicht einfach hingegangen? Vielleicht hat Eckbert recht. Aber da ist noch jemand. Ich kann wohl nur noch nach Hause gehen. Nach Hause telefonieren. Hoffentlich lebt Onkel Pear noch. Onkel Pear, ich bin auf dem Weg zu dir. Bitte sei nicht böse, dass ich so lange weg war und nicht Bescheid gesagt habe. Ich hoffe, dein Frühstück hat dir gemundet. Oh, Burp ist traurig. Burp, nicht traurig sein. Ist doch alles cool. Dass aber auch eins und eins nicht zusammenziehen kann. Die Eule hatte ihm doch schon gesagt, dass er ein Singvogel ist. Wieso geht er dann nicht zu dem bösen Singvogel? Onkel Pear? Burp? Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich war krank vor Sorge. Oh, tut mir leid, Onkel Bär. Tut mir leid, dass ich gegangen bin, ohne was zu sagen. Sag nichts. Du musst dich für nichts entschuldigen. Alles gut. Jetzt bist du hier und bist in Sicherheit. Das ist das einzig Wichtige. Okay, danke. Danke, Onkel Bär. Es kommt bestimmt gleich der Singvogel an. Oh, Burp, deine Federn. Sie sind so schmutzig. Wo warst du? Nun eigentlich überall. Ich wusste nicht, wo ich hingehöre, also habe ich im ganzen Wald versucht, meinen Platz zu finden. Aber Burp, wieso dachtest du nicht, dass du hierher gehörst? Nun, die anderen Faunküken starren mich nur immer an und lachen. Sogar die Erwachsenen betrachten mich abschätzig. Warum sehen sie mich so an? Warum sind mein Aussehen und meine Stimme so anders? Selbst wir unterscheiden uns stark, Onkel Pear. Du bist nicht wirklich mein Onkel, oder? Das ist nicht wichtig. Aber für mich ist es wichtig. Es ist immer das Gleiche. Ist es dir egal, wie ich mich fühle?
Immer wenn ich dich frage, bleibst du mir eine richtige Antwort schuldig. Du bürstest die Fragen einfach ab. Als ob es dir total egal wäre, wie es mir geht. Genug! Ich hab dich ernährt, dich unterrichtet, dir eins zu Hause gegeben. Ist egal, ob ich dein Vater bin, dein Onkel oder was auch immer. Du bist mir immer gleich wichtig. Wenn ich dir wichtig bin, dann sag mir die Wahrheit. Sag mir, wer ich wirklich bin. Aber... Och, Burp. Die Wahrheit ist... Ich weiß es nicht. Ich hab dich als Ei gefunden. Ganz allein in einem Busch, kurz vorm Schlüpfen. Okay. So wie ich Eckbert gefunden habe? Kannst mir also keine Antwort geben, ja? Ach, ich wusste es. Also bist du gar nicht mein Onkel. Und ich gehöre hier nicht hin. Nein, Burp. Denk nicht so darüber. Wir können... Nein! Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Nein! Warte, Burp! Oh, jetzt sind wieder am Wollen. Ah, die böse Eule! Sie macht alles kaputt. Ich hasse dich, Eule. Der Eule gefällt's. Immerhin einer, der lachen kann. Oh, guck mal, wie er auch wegläuft mit den Tränen in den Augen. Keiner hat mich lieb, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Was ist denn mein Ziel in dieser Welt? Was hat das Leben überhaupt für einen Sinn, wenn ich nicht weiß, wo ich hingehöre? Was ist mein größerer Zweck? Alles ist doch Kacke hier. Wozu das Ganze, wenn mich sowieso keiner liebt? Wozu das Ganze, wenn mich alle immer nur auslachen? Selbst die Umwelt ist gegen mich. Alles geht kaputt, wo ich hingehe. Alles geht kaputt, was ich anfasse. Dann habe ich nur noch eine Möglichkeit, wo ich hingehen kann. Warum bin ich so, wie ich bin? Ich gehöre nirgends hin. Ich will doch nur einen Ort finden, der wirklich zu mir gehört. Manchmal glaubt man, alles wäre zerstört und man ist ganz allein vom Lied betört. Hey, alle wollen nur einen Ort finden, der wirklich zu uns gehört. Mutiges Küken bis so einsam und klein, musstest das Lied für dich singen. Doch keiner kann lieben, nur für sich allein. Mit deinen Lieben bist du hier daheim. Bist du mein Papa? Ich wusste doch, dass du zu mir gehörst. Wer bist du in dieser Welt? Bist du mein Papa, denn du? Danke fürs Aufmuntern. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Doch das Singen hilft mir. Doch wer bist du denn hier? Bitte hilf mir. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Bitte hilf mir doch hier. Sonst weiß ich nicht, was zu tun ist. Ich brauche Hilfe. Keiner will mich lieben. Ich weiß nicht, wer ich bin in dieser Welt hier. Und ich weiß auch nicht, wer du bist. Doch du scheinst sehr nett zu sein.
Und du weißt jetzt, deine Stärke wird beschwört, dann bist du nicht mehr allein. Vom Lied betört, wir alle wollen nur einen Ort finden, der wirklich zu uns gehört. Ich habe verstanden, du bist mein Drittender, Vogel, den ich alles vertrauen kann. Doch was ist, wenn du mich verrätst? Was hab ich denn dann noch hier zu tun? Dann wäre mein Leben sinnlos, ein sinnloses Leben. Ist doch nicht lebenswert. Wozu bin ich denn hier? Bitte sag es mir. Ich will's gerne wissen. Bitte klär mich doch auf. Wollen wir eine Familie sein? Ich hätte gern eine Familie, der ich vertrauen kann. Komm nach Hause, die Stärke wurde beschwört, du bist nicht mehr allein. Vom Lied betört, wir alle wollen nur einen Ort finden, der wirklich zu uns gehört. Was meinst du mit zu Haus? Gehöre ich zu dir? Das wäre ja wunderbar. Ich gehe gerne zu dir. Aber bist du wirklich der, für den ich dich halte hier? Und du verarschst mich auch nicht, weil sonst zerbrech ich. Und dann ist der Suizid nicht mehr weit. Denn ohne Liebe bin ich nichts. Wir alle brauchen Liebe. Ganz viel Liebe, egal woher sie kommt. Knuddeln, küssen oder auch Sex. Ganz egal. Komm nach Hause. Also bist du doch mein Papa? Krieg keinen Arm mehr hin. Die X-Note. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich eine neue Note gelernt habe. Eine traurige Note voller Sehnsucht. Ich hab die letzte Note gelernt. Du bist ein Singvogel? Oh, Burp, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Bäm, Face Reveal. Oh, Mutter. Gar nicht Vater. Lol, ich bin deine Mutter. Du bist wer? Mutter? Meine Mutter? Ich wusste, dass du mir nicht glauben würdest. Ich bin nicht mehr der Leierschwanz, der ich mal war. Seit dieser Nacht, der Nacht des Angriffs. Der Angriff? Bestimmt die Eule. Ja, die Nacht begann wie jeder andere. Ruhig, friedlich. Man konnte nicht mal die leisen Flügelschläge der Eule wahrnehmen. Als nächstes brach das pure Chaos aus. Links und rechts wurden Leierschwänze zum Schweigen gebracht. Ich versuchte, mit deinem Ei wegzulaufen, aber die Eule war hinter mir her. Ich konnte nicht riskieren, dich in Gefahr zu bringen. Und so blieb mir nur, dich zurückzulassen. Ich versteckte dich so gut wie möglich in einem Busch. Und da fand mich Onkel Peer. Ja, ich habe dich in Stich gelassen. Ich konnte nicht bei dir sein, als du schlüpftest. Ich konnte mich nur verstecken. Ich hatte Angst. Niemand durfte wissen, dass ich noch am Leben war. Die Eule durfte nicht erfahren, dass sie ihren Job nicht erledigt hatte. Zum Glück wurde die Eule von diesem Artefakt abgelenkt. Ihr Bemühen, es mit Noten zu füllen, ließ sie uns vergessen. Aber dann hörte ich eines Tages, dass sie erhebliche Fortschritte machte.
Stell dir meine Überraschung vor, als ich dich herumwatschen sah. Ich wusste, dass du es bist. Der Eule hilft. Du hast versucht, mich aufzuhalten. Ja, allerdings ohne Erfolg. Ich nehme an, dass du mir nicht glauben würdest, wenn ich mich dir einfach offenbart hätte. Ich wusste ja auch nicht, wie dich die Eule dazu gebracht hat, ihr zu helfen. Aber ich durfte einfach nicht zulassen, dass du der Eule weiter bei ihren hinterhältigen Vorhaben hilfst. Also musste ich mir Hilfe von den Elstern holen. Ich wusste, dass sie die Eule genauso hassen wie ich. Ihnen konnte ich also vertrauen. Ich war sogar ziemlich stolz. Du hast dich als beharrlich kleiner Vogel erwiesen. Aber die Eule kam hinter mir, hinter mein und dein Geheimnis. Ja, das tat sie. Und ich wusste, dass ich mich nicht länger verstecken könnte. Ich musste auftauchen und dir helfen. Ich musste all meinen Mut dafür zusammennehmen. Gnädige Frau! Was ist? Was ist los? Der V. Er wurde entführt. Von der Eule. Da. Nein! Surprised Pikachu Face. Onkel Bär, das ist alles meine Schuld. Oh nein. Wir müssen sie aufhalten. Lass uns gehen, Burp. Okay, Final Kampf gegen die Eule. Okay, I'm ready. Los, lass sie fertig machen. Achso, einfach in den Himmel fliegen. Du blöde Eule, gib mir Peer wieder. Peer gehört zu mir und nicht zu dir. Onkel Peer. Burp. Nein, du sollst nicht hier sein. Oh nein, wir können doch... Jetzt sind wir auch gefangen. Nun, sieh ganz nach einem Familientreffen aus. Ich muss mich entschuldigen, Burp. Ich war zu voreilig, zu unbedacht. Ich wollte es nicht glauben, mein süßer junger unschuldiger Vogel, ein Leierschwanz. Wenn ich nur daran denke, dass ich dich unterstützt habe. Ich war darauf und dran, bei dir der Suche nach deinen Eltern zu helfen. Aber dann habe ich herausgefunden, dass du dich in so einen ekelhaften Leierschwanz verwandeln würdest. Ich habe mich so betrogen gefühlt, so verletzt. Aber nein, ich hätte trotzdem nicht auf dich losgehen sollen. Deine Beteuerung haben keine Bedeutung. Du wagst es so zu tun, als würdest du deinen Handel bereuen. Oh, aber ich tue es. Dich damals zu töten, hätte meine Pläne ziemlich verzögert. Aber jetzt bist du wieder hier. Und das auch noch mit deinem lieben Mutter. Endlich kann ich das Artefakt fertigstellen und endlich die Welt von den Leierschwänzen befreien. Zwei Singvögel, ein Stein. Nun denn, ich weiß, dass du die letzte Note hast, die ich brauche. Nun sing laut und klar für das Artefakt und du wirst nie mehr den Faunschwanztanz erleben. Nein, tu's nicht, Burp. Es ist meine Schuld, dass du in Gefahr bist, Onkel Peer. Ich werde mir nie vergeben, wenn dir irgendwas zustößt. Du hast mich als Kuchen aufgezogen, mich meine erste Note gelernt und das Tanzen. Und doch habe ich dich zurückgelassen. Und jetzt bist du wegen mir in Gefahr. Nein. Ich hätte von Beginn an ehrlich sein sollen. Ich hatte nur Angst. Angst zuzugeben, dass wir unterschiedlich sind, zu riskieren, dass du mich anders behandeln. Und sofort verlassen würdest. Aber ich dachte nie darüber nach, wie du dich fühlst. Verwirrt, ohne Antworten finden zu können. Ich werfe dir deinen Weg weggehen nicht vor. Diese Bredouille ist meine Schuld. Schluss mit euren unaufhörlichen Geschwitscher. Nun, Burp, was wirst du tun? Damit wirst du nie davon kommen, Eule. Ruhe! Warte, bist du dran, bist elender Leierschwanz. Jetzt, Burp, meine Geduld ist am Ende. Ich werde es tun. Ich werde es singen. Gut so, Burp. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschst. Jetzt singe für mich. Singe! Oh mein Gott, okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist es halt wirklich... Wetten die... Oder oh, verwandelt er sich wirklich? Ja, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Mich aufhalten? Wer kann mich jetzt aufhalten? Oh mein Gott, er entwickelt sich zum Super Saiyajin. Zum Super Oil Jin Gott. Auf Wiedersehen, Leierschwänze. Mal sehen, wie ihr das hier überlebt. Final Battle, Leute, Final Battle. Oh, hey, Eggbert, was geht ab? Danke, Eggbert, du bist der Allergeilste. Nett von dir, Eggbert. Oh, Eggbert, was tust du hier? Ich habe das Singvogellied gehört und suchte nach dir. Ich hatte das Gefühl, dass du zurückkommen würdest. Wir müssen die Eule aufhalten. Oh, du bist ein Lebensretter, Eggbert. Schnell, lass uns die anderen befreien. Okay, Eimer. Oh. Kümmere dich nicht um uns. Du musst die Eule aufhalten, jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir glauben an dich, Burp. Pass auf dich auf. Werde ich. Ich werde zurückkommen.
keine Sorge, ich mach das hier. So, jetzt aber Final Kampf. Eggbert, kommst du mit? Muss ich das alleine machen? Kommen wir nochmal alle Tricks, die ich so drauf hab. Gleiten und hochfliegen und Ballon, Action und alles Mögliche. Ich hoffe nur... Oh. Ich hoffe nur, hier kommt jetzt nicht noch irgendwie wieder ein Rätsel, weil auf Rätsel habe ich so gar keinen Bock. Rätsel fand ich in diesem Spiel nicht so geil, muss ich sagen. Wo ist denn jetzt diese doofe Eule? Wie weit ist sie denn bitte? Nein, da hätte ich raufgemusst. Nein! Ich habe meine Mitfahrgelegenheit verpasst. Solange hier nicht noch irgendwie diese Prüfungen des Spechts kommen oder sowas, wie es bei Agelos der Fall war, dann bin ich ganz zufrieden. Was meint ihr, was wird das letzte Lied? Wird das ein rockiges Lied? Wird das ein Heavy-Metal-Lied? Wird das ein sehr, sehr ruhiges Lied? Ich hab die Befürchtung, dass noch mindestens zwei Lieder kommen. Einmal das Lied der Eule, also das Endfight-Lied. Und dann noch irgendwie ein Lied, nein, als Familie. So, jetzt soll die aber da sein. Eule? Das geht so nicht. Auch wenn du jetzt eine Super Saiyajin-Gott-Eule bist, ich werde dich fertig machen. OMG. Jetzt endlich Final Battle. Bin gespannt. Wen haben wir denn hier so mutig in meinem Revier? Kleiner bist wohl kein ängstliches Tier. Fickest eins friedlich dein Korn, jetzt pick ich dich in wildem Zorn und zerfetz dich wie ein Blatt Papier. Ey, du Vogel! Du ungehobelter Hobel! Hör auf mit deinem Gejodel! Sonst mach ich dich fertig, du! Sei doch mal etwas nobel! Sonst wirst du zum Lockvogel! Und mit viel Gemogel musst du dann Odin, was machst du dann? Und ohne Knobel-Action bist du dran. Was du mit meiner Mama gemacht hast, ist wirklich unverzeihlich. Und dass du Onkel Peer angegriffen hast, ist nicht cool. Deswegen werde ich dich jetzt einfach vernichten, denn das ist nicht schwer. Auch wenn du ein Gott bist und ich nicht, mach ich dich trotzdem fertig. Denn ich bin ein Singvogel. Nur ich kann alle Noten singen und du hast gar kein musikalisches Verständnis. Du hast absolut keine Ahnung von Musik. Du bist es nicht wert, so auszusehen. Hör auf hier so rum zu jaulen. Das ist nicht gut für dich, Bro. Auch wenn ich zugeben muss, dass du ganz cool aussiehst. Es geht jetzt ab Chor. Du bist am falschen Ort und ich feg dich gleich fort von da, wo du gerade stehst. Jetzt ist Schluss mit Schabernack, war doch nur ein Vorgeschmack, mir egal wie sehr du flehst. Wer fleht hier? Ich, ganz sicher nicht. Ich mach dich hier fertig. Und dann hast du keine Ahnung, was du getan hast. Ich werd dein Gehirn einfach auffressen. Und dann hast du Kai. Ne Gedanken mehr. Das ist da blöd. Er nur für dich und nicht für mich. Oh nein.
Ich hasse diesen Scheiß! Wieso machst du die Kackpinguine nach? Wie soll man sich das so schnell merken? Spam, spam, spam! Ich spam dich hier voll kaputt! La la la! Meine Herrlichkeit, ja, es ist endlich soweit. Es ist Zeit, dass du gehst. Wow, was geht ab mit dir? Das sieht nicht sehr gesund aus. Was ist denn mit deinem Körper passiert? Dir guckt da so ein Klon raus. Sieht nicht sehr gesund aus. Geh mal besser zum Arzt damit. Nicht, dass du noch eine Krankheit hast. Ich mach mir Sorgen um dich. Du platzt doch sicher gleich auf. Wenn das so weitergeht, bist du gleich tot. Liebe Eule, pass auf, sonst geht's dir gleich nicht gut. Ich weiß, ich wollte dich fressen, doch deswegen musst du dich doch nicht umbringen. Das hab ich damit nicht gemeint. Bitte sei nicht so. Eule, du kannst es noch rückgängig machen. Es ist noch nicht zu spät. Wir können doch über alles reden. Was ist? Bitte überleg es dir doch noch einmal. Wir können das regeln. Lass einfach Pia in Ruhe und ich werde für dich singen. Die Singvögel können dich befreien und dann können wir dich auch wie ein Schwein behandeln tun. Tun, Moon, das ist eine Kuh, ich bin ein Burp, ein Singvogel und das sind zu viele Noten. Also, was sagst du zu dem Plan? Sind wir im Geschäft? Ich weiß nicht, was du denkst, denn du bist bloß eine Knochengestalt, die nix sagt. Was ist denn jetzt? Sag doch mal was, anstatt hier die ganze Zeit mich voll zu spammen. Bitte erzähl doch was, bitte erzähl doch was. Und lass dann bitte Pia frei und auch meine Mutter, von der ich den Namen nicht weiß, das ist voll sad. Ich muss mich hier konzentrieren, weil das sehr viele Noten sind, die ich gar nicht... Ich weiß doch gar nicht, wo die Dinge auf meinem Dings drauf sind. So ist, glaube ich, oben, deswegen drücke ich mal ein paar Knöpfe. Okay, das langt dann auch mal mit dem Endsong. Ich will doch bloß mit dir reden. Denk doch nochmal über alles nach. Wir können das regeln tun. Nicht, dass du noch stirbst, yeah. Ich meine, du hast mir auch geholfen. Wäre doch schade, wenn du so stirbst. Lass einfache Freunde werden. Vielleicht kannst du ja der Familie beitreten. Wäre das nicht eine tolle Idee? Du und ich als Familie, ausgestoßen von jedem anderen. Obwohl du
Nein, das kann doch nicht sein. Ist der Sieg nun doch nicht mein? Niemals, das darf nichts geben. Mein Plan war makellos, doch der Klirps im Herzen groß. Der Leinervogel, du wirst leben. Oh, aber er lebt ja anscheinend auch. Hat er seine Transformation zum Knochensein überlebt, ja? Shit, ich habe über 100 Fehler. Das wollte ich nicht. Das ist natürlich schlecht. Hallo Peer, hallo Mama, hallo Eckbert. Ja, du hast es geschafft. Das war so cool. Ich wusste, dass du das drauf hast, Burp. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich bin auch froh, dass es dir gut geht, Onkel Peer. Lass mich dir vorstellen, das ist Eckbert. Er wurde mein Freund, als ich nach den Hühnern suchte. Es ist gerade geschlüpft. Ja, schön, dich zu treffen, mein Herr. Oh, was für ein höfliches Küken. Und das ist meine Mutter, ein Leierschwanz, von der ich den Namen nicht weiß. Welch Vergnügen, dich endlich zu treffen, Peer. Kann dir gar nicht genug danken, dass du dich um Burp gekümmert und ihn an einen, der deinen angenommen hast. Oh, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Mein junger Burp, ein Leierschwanz. Ja, lass uns nach Hause gehen. Ich will Mama etwas zeigen. Oh, was denn? Oh, da darf ich es auch sehen. Natürlich, Eckbert. Es ist etwas Cooles, das ich gelernt habe. Es heißt Onkel Peers geschmeidige Moves. Dann ist das wohl das Ende. Wächter des Waldes sind wir nämlich. Achso, das war schon das Ende. Er zeigt gar nicht mehr seine geschmeidigen Moves. Oh, das ist sad. Die hätte ich ja noch gesehen. Oh, okay. So, was halte ich von dem Spiel? Die erste Hälfte wusste man da gar nicht, was abgeht. Der Plot-Twist war ein bisschen offensichtlich mit dem Singvogel sein und sowas. Die Lieblingslieder von mir waren aber die von den Elstern tatsächlich, diese Villain-Songs. Da kommt man auch am besten zu singen und halt der Anfangssong. Guck, sie lebt auch noch, die Eule. Siehste mal. Ach ja, ja, schönes kleines Spiel. Ich war nicht wirklich kreativ jetzt am Ende, finde ich, mit meinen Zwischengesang da. Ist aber auch schwer, wenn man sich konzentrieren muss, welche Noten man da die ganze Zeit drücken soll. Dann musst du ja auch irgendwie visualisieren im Kopf, wo überhaupt XYBA auf deinem Xbox-Controller ist und sowas. Und das dann auch noch versuchen, in der richtigen Reihenfolge da zu packen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen Input-Lag hier hatte. Aber passt schon, Leute. Ja, ansonsten, Grafikstil fand ich sehr nett. Die Rätsel waren ab und zu mega nervig. Die waren halt nur eigentlich so drin, dass das Spiel ein bisschen gestreckt ist und man nicht die ganze Zeit einen Jump'n'Run hat. Von der Story her fand ich es ganz cool, Lieder waren auch ganz gut, ab und zu vielleicht ein bisschen komisch übersetzt, dass man das nicht richtig singen konnte. Guck mal, der Windy-HP hat einfach ein Burrito dabei. Aber ja, coole Charaktere, vor allem viele Charaktere. Die meisten haben nichts wirklich Tolles gesagt. Wieso habe ich diese Victoria da nicht gesehen mit ihren Regenbogen-Tanz-Dance? Weiß ich nicht. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich wundere mich auch immer noch, warum ihr Leute da draußen das überhaupt bei mir geguckt habt, wenn ich doch so scheiße hier die ganze Zeit rumsinge. Verstehe ich nicht. Aber ja, danke an euch, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Und anscheinend hat das sogar einigen gefallen, weil einige haben wirklich in jedem Part kommentiert und so und haben auch mitgerätselt, was in der Story so abgeht und so. Ja, danke an euch. Und ich würde, glaube ich, dem Spiel einfach mal eine 6,8 von 10 Punkten geben. Musik natürlich höher gewertet, aber halt mit diesem blöden Rätsel und sowas wird ein bisschen geschmälert. Und Spielspaß werte ich halt ein bisschen höher als Musik. Danke fürs Spiel, ja, yeah, bitte, bitte. Hat auf jeden Fall wieder Spielwert. Einfach, dass man die Lieder nochmal spielt und alles auf S bringt. Ansonsten schön kurzweilig. Guck, da ist die ganze Familie zusammen. Die Elstern und die Singvögel und die anderen Vögel, die Leiervögel. Nee, wie hießen die? Diese blauen? Keine Ahnung. Und die Pfaue. Cool. Yeah, Liedsammlung ist jetzt unter Extras verfügbar. Yippie. Kann man die quasi alle nochmal spielen, oder was? Ah ja, hier kann man jetzt auch sich überall nochmal ein S holen, wo man noch kein S hatte. Ah, cool. Ja, das ist wirklich cool. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Part und auch mit diesem Let's Play. Nochmal danke an alle, die dabei waren. Wenn euch ein paar gefallen, lasst ein Like da. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr an dem Spiel gut und schlecht fandet. Ob ihr übereinstimmt mit dem, was ich dazu gesagt habe. Und ja, dann mal gucken, welches Spiel ich als nächstes Let's Playen werde. Da könnt ihr auch gerne eure Spielvorschläge in die Kommentare schreiben. Ich habe schon gesehen, der PSX, der schlägt ab und zu mal Spiele vor. Das finde ich sehr nett. Aber mal gucken, was davon
bei mir reinpasst. Ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und tschüss.